Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Heute dreht es sich um ein Thema, welches ich schon einmal mit euch besprochen hatte, und zwar um die Periode. Also, liebe Männer, wenn ihr darüber keine Informationen haben wollt und darüber nicht mit mir euch austauschen wollt, dann ist jetzt der Moment zum Ausschalten. Okay, ich habe euch gewarnt. Es geht um die Periode und um die Menstruationstasse. Vielleicht erinnert ihr euch noch, vor ungefähr 6 Monaten habe ich schon mal ein Video über die Menstruationstasse hochgeladen, und zwar mein erster Versuch mit der Tasse. Es war ja sehr amüsant. Ich habe euch mit ins Badezimmer genommen und was soll ich sagen? Ich bereue diesen Schritt noch nicht. Seitdem nutze ich die Menstruationstasse. Ich hatte vorher immer ein und dieselbe, und zwar die, die ich euch auch in dem Video damals gezeigt hatte. Nun durfte ich eine neue Menstruationstasse testen, und zwar die Latessa-Tasse. Die Latessa-Tasse ist vegan zertifiziert. Ein Wort, das für mich wirklich nicht leicht auszusprechen ist. Und das finde ich total toll. Außerdem sind da keine Farbstoffe enthalten. Das heißt, die Latessa-Tasse ist nicht wie meine erste Tasse rosa, sondern ganz einfach weiß, durchsichtig, transparent. Ich weiß nicht genau, wie man das sagen soll. Sie ist auf jeden Fall auch viel weicher wie meine erste Tasse und lässt sich somit viel angenehmer einführen und auch noch angenehmer tragen. Also es ist eigentlich so, dass meine erste Tasse auch angenehm war. Aber doch manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich sie fühle. Das hatte ich tatsächlich bei der Latessa nicht. Ich hatte ein paar Schwierigkeiten am Anfang. Wie soll ich das am besten sagen? Ausgelaufen. Obwohl ich das Gefühl hatte, ich habe sie richtig eingeführt, ist sie doch ausgelaufen und ich hatte Schmierblutung in meinem Höschen. Ich denke aber nicht, dass das an der Menstruationstasse lag, sondern tatsächlich eher an meiner eigenen Dummheit. Sie hat einen sehr schönen breiten Rand, breiter auch wie der von meiner ersten Tasse ist. Das heißt, es ist noch ergiebiger, habe ich das Gefühl. Ich erzähle euch auch keinen Scheiß. Und sie lässt sich halt auch gut lösen, dadurch, dass sie weicher ist. Meine erste Tasse, wie gesagt, war nicht ganz so weich. Und wenn man sie rausholt, muss man ja unten den Unterdruck lösen, damit du sie besser rausziehen kannst. Das funktioniert hier irgendwie angenehmer, habe ich das Gefühl gehabt. Ich kann euch ja mal einmal kurz die Rückseite von der Menstruationstasse vorlesen. Und zwar weniger Stress und mehr Flexibilität. Latessa ist in ihrer Anwendung einfach und unkompliziert. Das stimmt. Sie hat ein hohes Fassungsvermögen als die herkömmliche Monatshygiene, ist wiederverwendbar und immer mit dabei. Sie kann beim Sport, Reisen, Ausgehen und vielen anderen Aktivitäten und auch über Nacht bis zu 12 Stunden getragen werden und bietet dabei maximalen Schutz bei höchstem Tragekomfort. Und das stimmt. Ich habe sie tatsächlich beim ersten Tropfen, ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll, direkt abgekocht. Man sollte sie 20 Minuten beim Erstgebrauch vorher einmal abkochen. Das habe ich getan und anschließend habe ich sie eingeführt und halt über Nacht getragen. Auch da muss ich tatsächlich sagen, meine erste Menstruationstasse, die ich ja die letzten 6 Monate genutzt habe, habe ich oft nachts gespürt. Ich hatte, also was heißt nachts? Am Morgen, ich hatte morgens immer das Gefühl, dass ich einen Druck habe. Das hatte ich jetzt bei der Tasse von Natessa nicht. Da allerdings, wie gesagt, die erste Nacht bin ich ausgelaufen, aber ich denke, das lag einfach an meiner eigentlichen Dummheit. Die nächsten Nächte hatte ich das Problem nicht. Ich sehe auch gerade, und das finde ich total niedlich, vielleicht seht ihr das auch. Hier ist sogar eine kleine Pflanze drauf abgebildet. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Süß. Übrigens ist die Tasse, die ich euch gerade zeige, unbenutzt. Ich habe nämlich zwei Tassen bekommen in zwei unterschiedlichen Größen. Es gibt nämlich Größe 1 und Größe 2. Größe 1 ist für die leichte Periode und junge Frauen. Größe 2 ist für eine stärkere Periode und Frauen über 30, die vielleicht auch schon Kinder geboren haben. Ich möchte ja nicht angeben, aber das ist Größe 2, die unbenutzte.
Und ich bin über 30 und habe schon zwei Kinder gekriegt. Ich habe trotzdem Nummer 1 getragen. Gut, Information, die eigentlich total nebensächlich ist. Mit dabei bei der Tasse ist auch so ein kleiner Baumwollbeutel, wo ihr sie drinne verstauen könnt. Finde ich auch total cool, weil meine erste Tasse war so eine Gummipöttchen mit dabei. Weiß ich jetzt nicht, das hatte ich irgendwie immer das Gefühl, war ganz komisch. Der roch auch merkwürdig. Also diese Tasse, nicht die Tasse, sondern dieses Gummiteil, hatte einen sehr komischen Eigengeruch. Ich finde allgemein solche Baumwollgeschichten besser wie irgendwelche Gummiplastiksachen. Das ist halt auch diese Nachhaltigkeit. La Tessa achtet sehr darauf, dass es halt ein nachhaltiges Produkt ist. Die Tasse wird hier in Deutschland hergestellt. Das heißt, es ist nicht irgendwie importiert aus irgendwoher, sondern es wird hier gemacht. Das ist für mich auch wieder einer der Sachen gewesen, die ich natürlich total toll gefunden habe, als ich das gelesen habe. Und warum ich gesagt habe, okay, ich teste diese Tasse dann halt einfach mal. Und ich bin wirklich, wirklich der Meinung, dass diese Tasse besser war als meine erste Tasse, die ich getestet hatte. Gut, lese ich mal eben weiter vor. Der Umwelt und dir zuliebe. Du kannst Latessa bei sorgfältiger Pflege bis zu 10 Jahren verwenden. Dies ist nicht nur besonders nachhaltig, sondern schont die Umwelt und auch langfristig deinen Geldbeutel. Latessa ist vegan zertifiziert. Bei korrekter Anwendung sehr hygienisch, geruchsneutral, trocknet die Scheide nicht aus und erhält somit eine natürliche Vaginaflora. Dazu muss ich sagen, meine Flora ist in Ordnung. Also da habe ich sowieso keinen Unterschied gemerkt. Bei der ersten Tasse auch nicht und auch bei dieser Tasse nicht. Mit dem Geldbeutel, das stimmt definitiv. Also selbst bei anderen Tassen ist das ein Vorteil. Wenn ihr eine Menstruationstasse nutzt, spart ihr immens an Geld. Ich habe, als ich meine Periode noch hatte, eine so eine ganze Packung in einem Periodenzyklus aufgebraucht, weil ich tatsächlich alle 20 Minuten den Tampon wechseln musste. Und das waren nicht diese kleinen dünnen, das waren echt so eine, also für Elefanten, so eine Watteknödel. Ja, kostet natürlich auf Dauer echt viel Kohle. Die Kohle habe ich mir damit gespart. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Pluspunkt. Geruchsneutral. Ich weiß, das finden jetzt vielleicht einige ein bisschen eklig, tut mir leid, aber ich muss tatsächlich sagen, dass die Latessa-Tasse keinen Geruch aufnimmt. Die andere Tasse im Gegenzug, die ich davor ja so lange benutzt habe, hat tatsächlich gemüffelt. Wenn ich sie ausgewechselt habe und ich sie sauber gemacht habe, ich habe sie mit heißem Wasser dann abgespült, hat sie gestunken. Also ich musste sie tatsächlich nach jeder Anwendung abkochen. Bei der Latessa hat es gereicht, wenn ich sie beim Wechseln einfach schnell ausgespült habe, heiß, ohne dass sie komisch gerochen hat. Woher ich weiß, dass meine Tassen riechen oder nicht riechen, ich habe halt dran gerochen. Mich hat das interessiert, ob das Geruch aufnimmt, weil man fügt sich das ja auch ein und ja. Das tut diese nicht. Diese Tasse mufft nicht. Ich weiß nicht, vielleicht andere Menstruationstassenträgerinnen riechen vielleicht nicht an ihren abgewaschenen Tassen. Ich ja, deswegen weiß ich, diese Tasse stinkt nicht, die anderen ja. Gut, der nächste Abschnitt. Qualität made in Germany. Latessa wird ausschließlich in Deutschland produziert. Dabei verwenden wir ein hypoallergenes, zertifiziertes medizinisches Silikon für maximale Qualitätsansprüche. Wir verzichten bei der Produktion von Latessa gänzlich auf Farbstoffe, Bleichmittel, Latex, Kleb- und Duftstoffe. Pluspunkt. Auch hier wieder für die Latessa. Meine andere, ja, sie war halt rosa, pink, rosa, wie auch immer man es sehen will. Ja, okay, also Farbmittel sind auf jeden Fall drin. Über den Rest hatte ich mir bei meiner anderen Tasse da noch gar keine Gedanken gemacht. Da war es mir einfach wichtig, eine günstige Alternative für meine Tampons zu finden. Im Nachhinein macht man sich natürlich doch schon Gedanken, was fügt man sich eigentlich in die Scheide ein?
Ne? Ich meine, wir rennen ja auch nicht so durch die Gegend und sagen so, hey, ne? Das verleihen wir uns mal, und genauso sollte man halt auch Acht geben, was man in sich hineintut. Von, ihr wisst, was ich meine. Im Lieferumfang enthalten, das ist der letzte kleine Abschnitt hier unten, ist die Latessa-Menstruationstasse, ein Bio-Baumwollbeutel mit Zugband und die deutsche Bedienanleitung. Bedienanleitung ist eigentlich gar nicht so schwer. Also das ist hier so ein kleiner Zettel. Und da steht halt ganz genau drauf, wie ihr sie nochmal abkocht, wie ihr sie benutzt, wie lange ihr sie drinnen lassen dürft und könnt, was im schlimmsten Fall passieren kann. Dann steht hier nochmal was über die Reinigung und die Pflege, das Herausnehmen, das Einführen, wie wendet man die Tasse genau an, ist klar. Also das ist kein Schnapsglas, ne? Sondern eine Menstruationstasse. Für diejenigen, die nicht ganz genau wissen, wie man sich das einfügt, eigentlich total einfach. Wenn man es mal ein paar Mal gemacht hat, hat man den Dreh auch ganz schnell raus, und dann ist es genauso easy, als ob man sich ein Tampon reinfügt. Und zwar hat man ja die Tasse, dann faltet man die, dass es so quasi ist, und drückt sich, es tut mir leid, drückt sich die halt quasi in die Scheidenöffnung hinein. Und das war's schon. Dieser kleine Gumminups, der verschwindet, weil sich dein Becken anspannt, und dann fluppt das auf und dann öffnet sich die Tasse quasi in deinem oberen Scheidenkanal. Ich bin kein Frauenärztin, Entschuldigung. Und da sammelt sich das. Wenn ihr die Tasse wieder rausholen wollt, dann greift ihr mit Daumen und Zeigefinger in die Scheide hinein. Quasi. So. Und drückt. Hier unten habt ihr diese, da sind auch so leichte Rillen dran, ne? Drückt die zusammen, dadurch entsteht ein kleiner Unterdruck, und ihr könnt die Tasse einfach vorsichtig hinausziehen. Dabei sollte man vielleicht ein bisschen achten auf den Winkel des Ausziehens, dass nicht alles gleich irgendwo landet, und dann schüttet ihr den Inhalt einfach in die Toilette. Zu Hause kann man sie dann ganz wunderbar einfach mit heißem Wasser eben schnell einmal abspülen. Und dann wieder einführen. Wenn man unterwegs ist und kein Wasser hat, ich weiß ja, es ist ein bisschen unangenehm und auch ein bisschen eklig, aber mir ist das halt auch schon passiert, dann reicht es auch aus, wenn ihr die Tasse ausgekippt habt, quasi, wenn ihr sie mit Klopapier von innen einmal gut auswischt. Ist nicht die optimalste und tollste und hygienischste Lösung, aber es reicht halt auf jeden Fall einmal ganz kurz. Und sobald ihr zu Hause seid, könnt ihr sie ja dann wieder rausholen und säubern, vernünftig, und dann wieder einfügen. Wem dieser kleine Nubbi hier hinten zu lang ist, also das, ich hatte das jetzt nicht abgeschnitten bei meiner Tasse. Beim nächsten Mal denke ich, werde ich ihn aber ein bisschen kürzen, denn ich hatte das Gefühl, im Gegensatz zu meiner anderen Tasse, wo der Nupsi kürzer ist, dass mich das ein bisschen stört. Er ist zwar sehr flexibel, aber ich hatte das Gefühl, es ist mir ein Ticken zu lang. Den könnt ihr aber einfach hier vorsichtig kürzen. Das ist überhaupt gar kein Problem, weil ihr ja auch nicht an diesem Nubi zieht. Ihr dürft sowieso niemals, wenn die Tasse geöffnet in eurer Scheide ist, einfach die Tasse rausziehen. Zum einen tut das wirklich weh, und zum anderen könnt ihr euch damit auch wirklich verletzen. Also da bitte immer darauf achten, wenn ihr die Tasse entfernt, dass ihr den Unterdruck vorher einmal löst. Ihr merkt das auch, ihr merkt auch, wenn die Tasse aufgeht. Also solltet ihr am Anfang sein und noch damit experimentieren oder vielleicht das erste Mal die Menstruationstasse nutzen, habt vorsichtshalber eine Einlage drinne im Höschen, falls die Tasse nicht direkt aufploppt. Also ich habe es tatsächlich jedes Mal gemerkt, es ist so ein ganz kleines Ziehen, was man ganz, ganz kurz einmal spürt. Es tut nicht weh, aber man merkt es halt. Ich habe von einer Bekannten gehört, die auch eine Tasse nutzt, dass sie das Ploppen sogar hört. Aber die ist auch nur halb so breit wie mein Oberschenkel. Gut, also nochmal zum Hauptthema zurück. Vergessen wir meine dicken Oberschenkel und fügen uns zu der Latessa. Ich würde, wenn ich Pro und Contra abwiege zwischen
dieser Menstruationstasse und der, die ich davor genutzt habe, definitiv behaupten, dass hier mehr Pros sind und weniger Kontras. Aber am meisten hat mich die Nachhaltigkeit überzeugt, weil das ein Thema ist, mit dem ich mich halt sehr gerne auch befasse. Und was einfach schöner ist. Aber halt auch die Qualität der Tasse selbst hat mich überzeugt. Ganz vorne mit dabei einfach, dass sie wesentlich weicher ist, wesentlich softer ist und wesentlich besser einzuführen ist. Mich würde interessieren, ob ihr auch Menstruationstassen nutzt inzwischen oder ob ihr nach meinem ersten Video vielleicht auch auf die Idee gekommen seid, Menstruationstassen zu nutzen. Wenn ja, welche nutzt ihr? Nutzt einer von euch vielleicht die Latessa? Das würde mich natürlich auch interessieren. Und seid ihr mit mir da einer Meinung, was die Qualität dieser Menstruationstasse angeht? Ich werde, denke ich mal, in ein paar Monaten nochmal ein Video zu diesem Thema machen. Aber fürs Erste werde ich mich jetzt verabschieden. Wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Restwoche und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.